Hallo und ich komme mir ein bisschen blöd vor, weil ich habe gerade davor einen Schnipsel aufgenommen, den ich noch bei den letzten Vlog mit reingepackt habe. Und diesen Schnipsel hier, das ist quasi der erste zum nächsten Vlog, denn der hat dann nichts mehr mit meinem PC zu tun. Das wollte ich mit dem letzten Kram da abschließen. Deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen, weil ich halt schon wieder euch begrüßt habe. Naja, Wurst, interessiert euch sowieso nicht. Ich habe heute auf der Arbeit, ich habe es ja mal vor einiger Zeit, habe ich es schon mal erzählt, dass ich dieses Jahr auf ein Seminar geschickt werde von der Arbeit aus, was ich sehr cool finde. Ich muss sowieso sagen, dass die, da wo ich jetzt arbeite, meine Arbeit ist selten so geschätzt worden, wie das da jetzt der Fall ist. Ich hatte bisher oft die Erfahrung, dass man kann arbeiten, wie man will. Ich meine, gut, das ist bei uns in der Firma jetzt auch so am Ende, wenn man halt trotzdem gut, wenn man gute Arbeit abliefert und die wird anerkannt, das ist bei uns auf jeden Fall so. Aber am Ende ist es vielleicht dann trotzdem so, dass man, wenn es hart auf hart kommt, nicht übernommen wird oder halt entlassen wird oder was auch immer. Da sitzt ein anderer am längeren Hebel ganz einfach. Aber ich hatte bisher, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass ich in meiner Ausbildung, ja, ich habe in der Ausbildung, habe ich schon, weil wir das erste Lehrjahr waren, was quasi ein neues Ausbildungskonzept hatte, mit sehr viel Einsatz im Betrieb und nicht nur in der Ausbildungswerkstatt. Und da habe ich schon sehr viel Erfahrung gesammelt, muss ich sagen, und habe auch mal auf Schicht gearbeitet in meiner Ausbildung, weil ich halt schon über 18 war, da ging das. Und bin aber nach der Ausbildung nicht übernommen worden, einfach weil sie überhaupt niemanden übernommen haben. Und ich habe einen Druck und nein, ich will nicht hier schon wieder rumtanzen. So, meine Güte, ey, guck doch mal auf die Leinenhunde. Und das war halt so die erste Erfahrung, die ich quasi gemacht habe, dass ich nach der Ausbildung, ich habe mir in der Ausbildung wirklich den Arsch aufgerissen, ich habe eine gute Abschlussprüfung hingelegt. Theorie war jetzt so mittelmäßig, aber die Praxis war, ja, ein Punkt an der 1 vorbei. Und trotzdem haben die Penner mich nicht übernommen. Gar nicht, noch nicht mal für ein halbes Jahr. Ja, und das hat mir damals so ein bisschen das Genick gebrochen. Mehr oder weniger. Weil ich bin ein gelernter Elektroniker für Automatisierungstechnik. Kann ich ja mal so sagen, habe ich das mal erzählt? Bestimmt, irgendwann habe ich das mal beantwortet, aber ist ja Wurst. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht damals, obwohl ich in der Schule Physik und Mathe konnte ich nie leiden. Und dann lerne ich einen Beruf, wo es nur auf sowas ankommt. Naja, whatever. Rocco links, Dennis rechts. So. Ja, das war das erste Mal, dass ich einen Arschritt bekommen habe. Danach habe ich natürlich keine Stelle gefunden, weil ich keine Berufserfahrung hatte, nicht mal ein halbes Jahr. Da fragen sich Firmen natürlich auch so, okay, warum wird einer nach einer Ausbildung, wo man meistens ja mindestens ein halbes Jahr irgendwie noch im Vertrag bekommt, warum wird einer gar nicht übernommen? Rocco, okay, was ist los? Deswegen habe ich halt, andere Leute schreiben noch etwas mehr Bewerbungen, aber ich habe 86 Bewerbungen damals geschrieben, die Zahl werde ich wohl nie vergessen, und habe keine Stelle gefunden. Dann bin ich über meinen Vetter damals in die Produktion in einen Betrieb eingestiegen mit Nachtschicht und sowas, damit ich wenigstens überhaupt irgendwas habe, weil nach der Ausbildung mit Arbeitslosengehalt von der Ausbildung, das war nicht viel, könnt ihr euch vorstellen. Dennis, komm jetzt. Ihr nervt mich. Blöden Hunde. Nice, ganz liebe Hunde, ich mag sie. Selbstverständlich mag ich sie. Egal. Boah, es kommt denn da auf dem Wetter. Alter, Kanone, ey. Da auch. Ja, und dann habe ich halt in diesem Betrieb gearbeitet, habe da über Leihfirma mich reingearbeitet. Die fanden mich dann da so gut, dass sie mich über die Firma eingestellt haben. Dann habe ich einen Jahresvertrag bekommen. Zwischenzeitlich hatten sie so auch mich schon mal wieder über die Leihfirma quasi nicht gebraucht. Dann war ich wieder weg, da haben sie mich zurückgeholt und ewig so ein Rumgeeiere quasi. Dann habe ich bei denen, wie gesagt, einen Jahresvertrag bekommen, habe nochmal eine Verlängerung bekommen und wurde dann ausgebildet zum Maschineneinrichter. Das werden vielleicht einige von euch kennen. Sprich, jemand, der die Maschinen umbaut, auf andere Werkzeuge rüstet, auf andere Teile rüstet, bla 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 bla. Und hat mir Spaß gemacht, das konnte ich auch ziemlich gut. War dann damals schon da stellvertretender Schichtführer, ist ja auch Wurst. Und trotz all diesen Sachen haben die Penner mich nicht übernommen, nach 2 Jahren. Das hat man, und aber dann, wie sie das Ganze gemacht haben, war halt ziemlich das macht man einfach so nicht. Natürlich machen sie das so, die Firmen, die machen das fast alle so wahrscheinlich, aber es war schon ziemlich assi, wie das abgelaufen ist damals, dass mein Meister noch nicht mal mir persönlich Bescheid gesagt hat, sondern dass ich einen Brief bekommen habe, wo drin stand, wie in unserem persönlichen Gespräch mitgeteilt, was nicht stattgefunden hat,
Blablabla. Auf jeden Fall habe ich da auch quasi wieder einen Arschritt bekommen. Nach 6 Jahren mit Leihfirma und allem Pipapo war ich 6 Jahre fast in dieser Firma und habe dann da bin auch nicht übernommen worden. Und dann war ich einen Monat arbeitslos zu Hause, habe mir Arbeit gesucht, habe eine Bewerbung geschrieben und bin sofort da untergekommen, wo ich jetzt bin. Und habe da auch angefangen als ganz normaler, in Anführungszeichen, blöder Produktionsmitarbeiter. Natürlich ist das Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass ich halt einfach nur an der Maschine gesessen habe und habe die Teile gemacht. Habe schon gedacht so, alter Schwede, wenn du das jetzt hier wirklich ewig machen musst, das machst du nicht lange, weil es wirklich mir auf den Sack ging. Ich war jeden Tag an derselben Kackmaschine, jeden Tag die gleichen blöden Teile gemacht. Total stupide Arbeit. Manche finden das super. Ich sehe das ja bei uns. Viele von den Leuten, die da sind, die, ja, yeah, ich kann an die, ich meine, jetzt würde ich auch manchmal noch gerne an diese Maschine dran, einfach nur blöd da sitzen, die Teile machen. Aber ja, manche finden das halt super. Die sitzen wochenlang an denselben Sachen und stehen da voll drauf. Das wäre nichts für mich. Aber gut, dann ging das halt los, dass ich da auch ein bisschen gefördert wurde, andere Sachen machen durfte aufgrund meiner Vorkenntnisse als Maschineneinrichter und als Schichtführer und als ausgebildeter Industrieelektroniker, bla bla bla. Und ja, und jetzt ja, bin ich halt, 3 Jahre bin ich jetzt bald da in dieser Firma und es läuft super. Also ich bin sehr gerne, aber ich gehe gerne da arbeiten. Das ist ja auch nicht immer der Fall, dass man wirklich gerne irgendwo hingeht. Ich meine, klar bin ich lieber zu Hause, ist ganz klar, aber ich hatte auch schon mal eine in einer Firma, wo ich zwischenzeitlich durch eine Leihfirma war. Da habe ich schon gedacht, am Abend davor, boah, nee, morgen musst du da wieder hin. Da hatte ich schon keinen Bock, da war ich fertig. Da hatte ich, und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Und das ist halt mega ätzend, einfach sowas, dass man sowas mitmachen muss irgendwie. Ja, und deswegen bin ich ganz froh, dass ich in dieser Firma bin. Und sie würdigen tatsächlich meine Arbeit. Man bekommt Zuschläge für alle möglichen Sachen, die man mehr macht. Man bekommt Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, was man sonst fast nirgends mehr bekommt mittlerweile. Und unser oberster Chef, unser Geschäftsführer, der spendet sogar jedes Jahr zu Weihnachten jedem Mitarbeiter aus seiner eigenen Tasche eine Flasche Champagner, die 38 Euro, glaube ich, kostet, haben wir geguckt. Und das, wie gesagt, das gibt es nicht in jeder Firma. Wir haben ein sehr gutes Arbeitsklima. Ich verstehe mich mit allen Leuten gut. Es gibt natürlich Leute, mit denen man sich super versteht und mit denen man ja so klarkommt, aber ich habe keinen, wirklich niemanden auf der Arbeit, der mir tierisch auf den Sack geht oder der, oh, jetzt geht's gleich los hier. Alter. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt noch auf ein Seminar geschickt. Jungs, das ist widerlich, was ihr da tut. Und ja, man merkt halt einfach, dass die Leute gut finden, was ich arbeite, wie ich arbeite und dass ich deswegen da jetzt gefördert werde immer weiter. Ich merke es ja, was ich mittlerweile alles machen darf und machen kann und mit dieser Nachtschicht, dass ich da so dieser Schichtführer, Schichtbetreuer bin. Das ist halt eine coole Sache. Naja, das wollte ich schon mal eben loswerden, dass ich halt jetzt tatsächlich auf dieses Seminar fahre. Jetzt habe ich hier wieder gelabert. 7,5 Minuten habe ich gelabert, nur um euch zu erzählen, dass ich auf ein Seminar fahre. Na gut, das ist in Lüdenscheid, in der Nähe von Dortmund. Wir fahren Lüdenscheid Nord ab. Ich glaube, Lüdenscheid Nord steht ja sogar das Stadion von Dortmund. Und das geht 2 Tage. Wir kriegen einen Leihwagen, wir kriegen ein Hotel. Ich fahre mit noch einem Kollegen dahin, der das Gleiche mitmacht wie ich quasi in dieser Firma. Und das ist eine coole Sache. So, das wollte ich schon mal eben loswerden. Ich freue mich darauf, dahin zu fahren. Das ist mal was Neues, das habe ich noch nie gemacht, dass ich wirklich 2 Tage so außer Haus auf einem Seminar war. Für andere ist das Standard. Die machen sowas regelmäßig. Aber ich freue mich darauf, ich finde es super. Aber bevor jetzt hier gleich die Welt über mir zusammenbricht, der Himmel aufbricht und mir auf den Kopf fällt, wie die Gallier gesagt haben früher, der Himmel wird uns auf den Kopf fallen, werde ich mich jetzt mal in mein Auto verpieseln, was da vorne steht. Ihr könnt es wahrscheinlich sehen, das Grüne. Bis dann, tschüss. Oh, dunkel. Guckt euch mal an, wie dunkel es wird draußen gerade. Das ist ja... Alter. Ich muss mal hier mein Dings... Oh Gott. Mein Ding ist umklappen. Es ist gerade, wie viel Uhr haben wir? Es ist auf jeden Fall noch nicht spät und es wird voll düster gerade hier. Der Himmel zieht sich voll zu. Ich glaube, da kommt gleich richtig krass was runter. Aber was ist das? Ich habe es noch heil bis zum Auto geschafft. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich war auch nicht sonderlich weit weg. Aber die Hunde wollten nicht in den Kofferraum springen, die blöden Männer. Ja, so, das ist das Thema mit Arbeit. Ich wollte das nochmal kurz loswerden, wie gesagt, dass ich das cool finde, dass mir da so gefördert wird, wenn man gute Arbeit macht und sowas, dass das so geschätzt wird. Und ja. Okay, das heißt, selbst wenn ihr einen Beruf erlernt, heißt das nicht, dass ihr ewig in diesem Beruf arbeiten müsst. So könnte man die Moral von der Geschichte, könnte man sagen. Egal, ich fahre jetzt nach Hause, werde mal sehen, ob ich vielleicht
noch was aufnehme, ob ich das hinten dranhänge, ob ich nur auf einen Zusatzvlog. Ich sage jedes Mal, boah, ich glaube, ich lade das jetzt hier einfach mal so als einen Vlog hoch, weil es ja ein Thema ist. Und am Ende labere ich doch noch irgendwas anderes und schneide das hinten dran, habe wieder einen 25-Minuten-Vlog. Versuche ich mir diesmal zu sparen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!